Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Strategic Command World War One. Leute, wir haben hier von der Nordwestgrenze Frankreichs bis an die Nordwestgrenze Italiens eine Frontlinie. Es ist kaum vorstellbar, wie viele Soldaten hier stationiert sind. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das ist ja nicht das einzige Schlachtfeld, sondern hier in Norditalien, in Mittelitalien, im Osmanischen Reich, im Kaukasus und vor allen Dingen auch hier in dieser sehr, sehr langen Kampflinie an der russisch-, österreichisch- und deutschen Grenze entlang sind auch noch mal Truppen stationiert, die hier Tag ein, Tag aus kämpfen. Man kann sich wirklich kaum vorstellen, wie viele Menschen mobilisiert wurden, um hier zu kämpfen. Meine Güte, das ist wirklich extrem erschreckend, wenn man sich vorstellt, dass die Zahlen im tatsächlichen Ersten Weltkrieg vermutlich gar nicht mal so unähnlich waren. Einerseits sehr beeindruckend, andererseits auch extrem erschreckend. Okay, aber das soll gar nicht das Thema sein. Ich fand das jetzt einfach mal nur interessant, da einen Gedanken drüber zu verlieren. Wir fangen wieder mit unserer Westfront an, wo in der letzten Folge wieder einiges passiert ist. Wir haben in Belfort den Belagerungszustand ausgelöst. Wir haben hier im Nordwesten von Frankreich ein Korps verloren, welches, ja, aus von Le Havre aus, würde ich jetzt fast sagen, attackiert wurde. Und unsere Truppen sind weiter gen Süden aus der Schweiz nach... Nee, aus der Schweiz gen Süden marschiert. So sollte der Satz heißen. Ja, mal gucken, was wir in dieser Folge hier so reißen können. Ich würde sehr gerne eigentlich Rouen einnehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Wir haben insgesamt 6 Artillerieschüsse. Vielleicht können wir da genug Druck machen, dass wir tatsächlich hier den Angriff wagen können. Aber zuerst werden wir mal die anderen Fronten checken. Wir sehen, Paris ist tatsächlich angreifbar, aber wird vermutlich kaum zu halten sein. Zumal wir hier nur einen 5er Korps haben, welches wir ziemlich schnell zurückziehen sollten. Und auch dann können wir uns vermutlich nicht eingraben, weil ich möchte dann das 10er oder das 9er runterholen. Das machen wir direkt mal zuerst. Schicken wir sie hier hin. Das kostet 4 Punkte. Das kostet 3 Punkte. Möglicherweise können die sich dann noch eingraben. Na, das kostet auch 3 Punkte. Probieren wir es mal aus. Und ja, sie können sich verschanzen. Sehr, sehr wichtig das Ganze. Jetzt habe ich nur den Fehler gemacht, die Front nach Osten hin ist offen. Verdammt. Na gut, aber Richtung Paris und Richtung des Waldes hier, dort haben wir nichts zu erwarten. Na, vielleicht sollten wir dann dieses Korps zumindest versuchen, etwas zu schwächen. Wobei, das hat schon nur 9 Punkte. Die sind sich eigentlich ebenbürtig. Okay, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Ansonsten checken wir mal, hier können wir ziemlich starke Angriffe fahren. Da haben wir auch die Artillerie. Da könnten wir die Marne überqueren. Und, oh Leute, schaut euch das britische 6. Korps an, welches auch extrem geschwächt hier steht. Und wenn wir dann noch Belfort einnehmen können, dann haben wir deutlich was geschafft wieder in dieser Runde. Für Belfort haben wir auch 7, 8 Artilleriegeschosse. Das sollte also auch im Bereich des Machbaren sein, besonders da die Bereitschaft und Moral schon unter 90 ist. Die Moral sogar fast unter 80 schon. 82 Punkte. Okay. Ich würde sagen, fangen wir da einfach mit Rouen an. 6 Geschosse, auf geht's. Salah. Ja, das tut den Truppen vor Ort schon ziemlich weh. Und wir sehen, die Angriffe sind ziemlich mächtig. Ja. Wir haben hier noch einen 10er Chor in der Hinterhand. 2 sogar. Sehr ordentlich. Ja. Sehr schön. Oh, dieses Chor wurde stark angeschlagen. Wir könnten Rouen jetzt besetzen. Wisst ihr was, wir nehmen das 10er Korps dafür, aber vorher... Ah, wir haben nur noch diesen einen Zeppelin. Den werden wir jetzt mal dafür nutzen. Den anderen haben wir ja gesagt, den müssen wir in dieser Runde einfach verstärken. Das machen wir jetzt auch direkt mal.
Ich möchte ein bisschen Kosten sparen, ehrlich gesagt. Deswegen ist mir das Ganze recht, dass er bei 7 auch noch seine Erfahrung behält. Machen wir ihn erstmal auf 7. So. Als nächstes. Ja, wir wissen, die Panzer stehen hier. Aber wenn wir dann 10er reinstecken, soll mir das schon recht sein. Und die können sich auch verschanzen. So, diesmal gucke ich nochmal etwas genauer. So, also wenn wir sie so verschanzen, sind sie von allen Richtungen gesichert. Okay. Dann ziehen wir dieses 10er-Korps hier nach vorne. Das kann sich auch verschanzen. Wunderbar. Und damit stehen wir dann eigentlich ganz gut da. Vielleicht würde ich hier das 10er noch reinbringen. So, damit wir hier diesmal wirklich gegen Angriffe gerüstet sind. Wie sieht es überhaupt mit der französischen Moral aus? 19%. Ja, weiteres Dorf erobert. Ich glaube, das wird ihnen deutlich wehtun. Und dieses 10er-Korps, das bringen wir jetzt nochmal weiter näher in den Westen. Das werden wir hier brauchen. Besonders, da wir ja ein Korps verloren haben. So, und auch die Artillerie müsste eigentlich direkt wieder näher heran. Das machen wir auch. Das 5er-Korps kann in der nächsten Runde verstärkt werden. Okay, sehr schön. Dann Paris. Ich würde ehrlich gesagt erstmal lieber unsere Truppen hier wieder verstärken, weil wir haben ja schon deutlich Manpower eingebüßt. Geben wir ihnen hier die 10 und die Truppen dahinter werden wir auch direkt wieder auf 10 bringen. Dann haben wir in der nächsten Runde etwas mehr Kraft. So, wie sieht es hier aus? Hier konnten wir auch nichts machen. Wir haben ja auch keine Artillerie, die irgendwas bewirken kann. Lassen wir das dabei. Die Abteilung hier hält sich auch wacker, obwohl sie nur 8 Punkte hat. Können wir sie nicht angreifen. Aber macht nichts. Kommen wir hier hin. Ich sehe gerade das 7er Korps hier. Das werten wir direkt mal wieder auf. Hier brauchen wir eigentlich schon fast keine Artillerie. Wir können die Artillerie vielleicht hierfür nutzen. Weil wir haben genug Männer in den hinteren Reihen, um hier austauschen zu können. So, was wir probieren jetzt erstmal. Zu 7, 2 zu 5. Wir lassen hier mal einmal Artillerie drauf. Ja, das ist doch hervorragend. Hier könnten wir sie mit einem Schlag auslöschen. Wir nehmen aber. Ja, ich glaube, wir nehmen dieses Korps hier. Ziehen das dann zurück und greifen nochmal an. Und das war sogar ein 1 zu 0 Angriff. Sehr schön. So. Hier möchte ich auch noch mal etwas Artillerie feuern. Ja, das wird definitiv funktionieren. So, ein Geschoss haben wir noch. Ja, sehr schön. Und auch hier wieder zu null. Und auch da zu null. Hervorragend, Leute. Jetzt können wir tatsächlich mit einem Korps vorrücken. Das braucht allerdings 4 Punkte. Das heißt, wir können uns schon wieder nicht eingraben. Wir schauen erstmal, wie es hier bei Belfort aussieht. Noch sind unsere Angriffe wirkungslos. Aber wir haben ja die Artillerie. Und die wirkt. Oh ja, Leute. Das sieht hervorragend aus. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Sehr schön. Leute, und dann ziehen wir das 10er-Korps hier rein. Und Belfort ist erobert. Die französische Moral ist noch auf 19%. Ich denke aber, dass sie in der nächsten Runde noch weiter runtergehen wird.
So, und jetzt könnten wir hier weiter vorrücken. Vielleicht schaffen wir es, dieses Korps hier auch noch rauszunehmen. Das hat nur noch 8 Punkte. Lassen wir auch noch mal Artillerie drauf regnen. 2 zu 2, aber wir haben deutlich was in der Hinterhand, Leute. Probieren wir es aus. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Sehr ordentlich, Leute. Und dann. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen hier so ein Zehnerkorps, schicken das hier rein, greifen hier nochmal an. Haben dieses Korps dann auch zerschlagen. Und da kommen wir jetzt aber leider nicht mehr rein. Wir könnten hier das Zweier reinstellen, aber. Ey, das Zweier, sage ich, das Siebener Korps. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Wir rücken jetzt mit allem, was wir haben, vor. So, hier werden wir jetzt aus Mühlhausen unsere Truppen versorgen. Ja, die Schweizer Truppen können hier leider nichts machen, aber kein Problem. Okay, jetzt schauen wir mal. Die könnten hin, aber die verbrauchen dann auch alle Punkte. Kommt, Leute, wir rücken weiter vor. Da sehen wir dann auch die Kavallerie, das heißt, die kann uns nicht mehr überraschen. Und wenn wir mit dieser Einheit hier vorrücken, können wir uns dann vielleicht noch eingraben? Ich glaube, das geht nach einem Angriff nicht mehr. 4 Punkte. Probieren wir es einfach mal aus. Nee, geht nicht. Nicht schlimm. Okay, Leute, wieder massig Geländegewinn gemacht. Belfort erobert. Und wie viele Korps haben wir denn in dieser Runde schon wieder zerschlagen? Leute, das ist der Wahnsinn. Ein Korps bei Rouen, eine französische Abteilung hier, die das Korps, was hier war, und ein Korps, was hier war. Die Franzosen haben schon wieder unglaubliche Verluste erlitten. Das können sie einfach nicht mehr lange standhalten. Oder dem können sie nicht mehr lange standhalten. Das kann einfach nicht sein. Okay, wir werden den Schweizer Befehlshaber. Ich glaube, Bern ist erstmal gesichert. Wir werden uns hier verschanzen. Ja, in die Richtung. Und dann werden wir diese Abteilung aus Bern herausziehen, damit. Ja, die Versorgung aus Zürich heraus ist halt viel besser, ne? Aber hier ist er näher ran. Machen wir es so. So, okay. Das ist so eine richtige Spätsommeroffensive, die wir gerade starten, Leute. Und wir kommen richtig gut voran. Wir haben unsere Artillerie verschossen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Artillerie vielleicht noch mal näher ranbringen. Hier, das geht schon mal. Hier wird das leider nichts. Ich würde sie gerne hier hinstellen. Wir können aber mal gucken, ob wir die nach Toul reinbringen können. Geht leider nicht, können wir es in der nächsten Runde. Aber diese Artillerie hier, die würde ich gerne hier hinten hinstellen. Dann können wir die in der nächsten Runde gegen diese Truppenteile hier nutzen. Wunderbar, Leute. Sehr, sehr schön. Leider können wir uns nicht eingraben. Das ist immer so ein großes Manko, wenn man so vorrückt. Aber das ist jetzt leider so. Jetzt gucken wir nochmal, ob können wir noch irgendwas verstärken. Ich glaube, wir haben hier an dieser Front alles verstärkt, was wir verstärken konnten. Ja, mehr geht nicht. Die Siebener hier, die macht mir Sorgen, besonders weil die auch nicht richtig verschanzt ist. Aber ich bin guter Dinge, dass unsere Truppen das durchhalten. Okay, gehen wir in die Schweiz, besser gesagt Südschweiz. Hier werden wir. Ja, diese Abteilung, die verschanzt sich hier. Diese Abteilung, die verschanzt sich hier, um gegen Angriffe hier aus Frankreich gewappnet zu sein. Und diese Truppen, die marschieren weiter gen Süden.
Bis dahin. Die können leider nicht weiter nach Süden marschieren. Das finde ich ein bisschen schade. Ihr könnt definitiv weiter hier runter gehen. Warum kommen die da nicht hin? Ist das Gelände so unwegsam? Kann schon sein. Wisst ihr was? Dann machen wir es mal so. Dann haben wir wenigstens diese vier Einheiten hier. Okay. Jetzt hier Artillerie zu haben, das wäre ja wirklich fantastisch. Und vor allen Dingen noch ein Hauptquartier. Was kostet denn für die Schweizer ein Hauptquartier, Befehlshaber? Haben wir gar keinen mehr übrig. Es gibt nur einen. Ah, schade. Wir könnten hier tatsächlich einen Angriff durchführen. 2 zu 1. Ob wir das jetzt machen wollen, ist die andere Frage. Ich würde tatsächlich, weil ich jetzt nicht so die unmittelbare Gefahr sehe, dass die Franzosen hier rüber marschieren, dieses Korps auch noch mit nach da unten bringen. Hier haben wir tatsächlich eine gute Chance auf vernünftige Angriffe. Ja. Bringen wir direkt mal zu was? Wir nehmen das. Na, dieses Korps hier, das tauschen wir mal. Dann wird das direkt verstärkt. Auf 9. Wir haben nochmal einen 2 zu 2 Angriff. Ja. So, und jetzt. Ja. Leute, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt haben die es echt nicht geschafft, die 3 Punkte, die prognostiziert waren, da abzuziehen. Ach, ich werde Kolone. Das ist ja schade. Ach, Mensch. Hat das 5. Korps der Italiener hier wirklich gut standgehalten? Richtig verbissen hier ihre Stellung verteidigt. Das wäre sehr, sehr schön gewesen, wenn wir hier weiter vorrücken könnten. Aber sie haben es leider nicht geschafft. Mein Gott. Okay, kommen wir zu unseren Truppen hier unten. Ich glaube, wir haben hier unten, na, wir könnten hier ein Korps ausschalten, möglicherweise. Probieren wir es einfach mal. Der Angriff war schon mal sehr gut. Und der Angriff war auch wichtig. Ein Korps zerschlagen. Und dann werden wir die hier hinstellen, die da hinstellen. Das war wichtig. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen Luft gemacht, Leute. Das war sehr, sehr wichtig. Okay. Die italienische Moral ist bei 88%. Wisst ihr was? Wir werden mal dieses Korps. Naja, die Moral der deutschen Truppen ist auch deutlich besser. Vielleicht sollten wir hier mal durchtauschen, damit wir dieses Korps hier noch mit hinbringen können, um unsere Angriffskraft dazu erhöhen. Ist natürlich auch riskant, ne? Probieren wir es einfach mal. So, die Stellungen sind ja schon eingegraben. Die können sich von mir aus nochmal verschanzen. Hoffen wir, dass die durchhalten, falls die Italiener hier angreifen. Aber ich rechne fast gar nicht damit, dass die da angreifen, weil die Italiener selbst unter extremem Druck stehen. Mal sehen. Okay. Leute, was für Erfolge wir jetzt hier in Frankreich erzielt haben, wieder diese Runde. Und selbst hier in Mittelitalien konnten wir einen Sieg davon ziehen, indem wir ein ganzes Korps vernichtet haben. Auch das war sehr, sehr wichtig. So, die Österreicher hier können standhalten. Gehen wir nach Russland. Hier sieht die Lage etwas anders aus. Sie ist wieder etwas beruhigt, aber im Großen und Ganzen stehen wir hier doch schon unter Druck. Wir werden die Truppen hier verstärken. Ja, Gumbinnen, da haben sie sich jetzt eingegraben. Das wird schwierig, daran zu kommen.
Diese Truppe hier, die müssen wir definitiv erstmal upgraden. Geben wir ihnen auch direkt das Mobilitätsupgrade. Und hier die Truppen, die können wir jetzt zerschlagen. Nutzen wir den Panzer und vielleicht die hier. Sehr schön. Ihr rückt dann auch direkt da rein und erobert Johannesburg zurück. Ihr kriegt, weil ihr gerade nicht am Feind steht, direkt mal beide Upgrades. Und ihr rückt hier vorne an die Frontlinie vor. Und die Panzer... Wisst ihr was, Leute? Ich sehe gerade eine extreme Schwachstelle. Wir sorgen dafür, dass die Russen wieder in die Defensive kommen. Wir werden ihnen Brest-Litovsk nehmen. Sie haben hier nur eine Abteilung, eine Garnison und das erste Korps im Süden. Das kriegen wir hin. So, die Panzer brauchen dann aber ein, zwei Runden, bis sie da sind. Aber das ist gar nicht schlimm. So, hier die Flieger, die verstärken wir auch. Bis 7, damit die Erfahrung bleibt. Und dieses Korps stellen wir hier mit hin. So, ja, Angriffe sind hier eher schwierig. Verstärken können wir leider nicht. Hier unten haben wir jetzt richtig gut Kraft, Leute. Wir haben hier drei Korps, zwei Abteilungen stehen. Vielleicht sollten wir direkt auf Brest-Litovsk zumarschieren. Dafür nehmen wir aber ein deutsches Korps. Das stellen wir hier hin. Und diese Abteilung hier, mal welche hat eine bessere Moral? Die hier. Die bringen wir hier hin. Die können sich eventuell... Ihr wisst ihr was? Machen wir es doch sofort so. Ihr verschanzt euch auch. Und dich stellen wir hier nach Bialystok. Ne, wie heißt das? Bialystok. Damit du deine Truppen richtig versorgen kannst. Hier können wir einen Angriff zur Schwächung des Feindes durchführen. Grodno. Und Johannesburg ist erobert. Bringen wir dich doch auch noch näher heran. Sehr schön. Können wir vielleicht... Ah, der ist zu weit weg. Die bringen wir jetzt mal näher ran für unsere Offensive hier. Damit wir die in der nächsten Runde hier nutzen können. So. Hier können wir leider nichts machen. Oh, 2 zu 5, Leute. 2 zu 5. Kriegen wir da was hin? Extrem geschwächt jetzt hier das Korps. So, wir tauschen hier mal durch. Ah, Artillerieunterstützung. Aber das Korps ist zerschlagen und die Österreicher werden wir hier direkt wieder auf 10 bringen. Hier die Österreicher können wir leider nicht verstärken. Na, da ist die Versorgung nur auf 5. Das 6er Korps hier müssen wir auch verstärken. Ah, hier ist auch so ein krasser Angriff, Leute. Wenn wir dieses Korps zerschlagen, können wir dieses Korps der Österreicher dahinstellen. Jawoll, Leute. Ach, verdammt, nein, ich habe das Korps ja geupgradet. Verdammte Axt. Dann müssen wir jetzt hier ganz dringend mal tauschen. Und die verstärken wir auch. Ich möchte nicht wieder Lemberg verlieren. Aber ich glaube, wir haben ihnen da unten jetzt den größten Teil ihrer Offensivfähigkeiten genommen. So, hier sind sie durchgebrochen. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich auch mal was machen. So, wir haben jetzt noch 230 Punkte mit Österreich. Wir holen uns mal ein neues Korps. Das brauchen wir. Das kommt im September diesen Jahres. Jetzt haben wir noch 95 Punkte übrig. Da können wir auch uns eine Abteilung holen. Die polnische Abteilung, die holen wir uns auch. Wir brauchen hier mehr Truppen. Wir können uns sogar noch eine Abteilung holen.
Das machen wir auch. So, zwei Abteilungen, ein Korps kommen zur Unterstützung in der nächsten Runde. Oder? Wird das die übernächste Runde sein? Wir werden sehen. Und vielleicht sollten wir uns mit diesen Truppen zurückziehen auf diese beiden Kacheln hier. Ja, das machen wir auch. Tschernowitz geben wir erstmal auf. So. Und so. Nennen wir das einen taktischen Rückzug. Sie können zwar immer noch hier über die Berge, aber das wird Ihnen unglaublich viele Bewegungspunkte kosten, was uns Zeit gibt und uns dahingehend halt etwas entlastet. So. Das österreichische Korps hier, das können wir tauschen gegen das deutsche Korps. Oder umgekehrt. Wir tauschen das deutsche Korps gegen das österreichische. Und hier können wir uns sogar noch verschanzen. Das machen wir auch. Hier verschanzen wir uns auch. Die sind alle verschanzt. Hier werden wir uns verstärken. Das hier ist gefährlich. Das hier ist sogar sehr gefährlich. Aber wir sehen jetzt erstmal nicht, dass sie hier großartige Offensivmöglichkeiten haben. Das hier, das werden sie vermutlich mit einem Angriff in der nächsten Runde nehmen können. Schade. Aber okay, wir kriegen bald Verstärkung, Leute. Wir haben uns gerade einiges gekauft. Okay, kommen wir zum Osmanischen Reich. Hier ist wie immer nichts passiert. Die Truppen stehen sich gegenüber, aber es kommt nur selten zu Gefechten. Wir können jetzt hier aber die osmanischen Truppen upgraden. Und das werden wir auch tun. Zumindest soweit es bis jetzt geht. So, das Kavalleriekorps hier auch. Okay. Und dann müssen wir in der nächsten Runde durchrotieren, damit wir hier alles nacheinander upgraden können. Okay, gehen wir hier nach Süden. Hier würde ich sagen, schaffen wir es in dieser Runde, Bagdad zu umstellen. Dieses Korps werden wir erstmal. Ja, wir können nur das hier upgraden, wenn dann. Ich würde tatsächlich auch den Kommandanten langsam aber sicher etwas näher ranbringen. Ramadi hat Versorgung 2, Tilkrit Versorgung 3. Ich würde ihn nach Tikrit schicken. So, hier ist auch sonst nichts. So, damit ist Bagdad schon mal umstellt. Dann würde ich das Korps hier hinbringen. Ihr seid jetzt auch noch so weit weg. Bringen wir euch dann hier hin. Ihr gehört auch nach vorne. Machen wir es so. So, Bagdad selbst können wir leider noch nicht angreifen. Würde einfach noch nichts bringen. Aber die können hier nicht lange durchhalten. Gerade weil es nur eine Abteilung ist. Da werden Angriffe kommen, vielleicht schon in der nächsten Runde. Okay. So, wie sieht's hier unten aus? Hier haben wir unsere Einheiten. Na, ihr müsst verstärkt werden. Oh, ich kann es euch sogar auf 10 verstärken. Wahnsinn, das machen wir direkt mal. Hier können wir noch mal angreifen. Ja, und ich ziehe mal wieder zurück. Hier können wir in der nächsten Runde voraussichtlich noch mal Partisanen zerschlagen. Und dann würde ich tatsächlich Medina belagern. Ich meine, das ist deren Hauptstadt. Hier können wir leider. Doch, wir können die Truppen upgraden. Das ist gut, das ist wichtig. Aber mehr können wir dann auch nicht machen. Hier, dieses Korps können wir nach unten bringen. Können wir es verlegen nach da unten? Ja, das funktioniert sogar. Bringen wir es nach Gaza. Ach, das Korps, die Abteilung meine ich. Und hier haben wir dann die nächste Abteilung. Die kann erst in der nächsten Runde bewegt werden. Okay. Damit haben wir hier erstmal alles abgearbeitet. Mehr geht nicht.
alles sehr, sehr langwierig momentan. Aber wir geben uns die größte Mühe. So, hier die nächsten Einheiten. Wir verstärken nochmal die Schiffe. Die kriegen wir sogar wieder auf 10. Dafür hat das Osmanische Reich noch die Punkte übrig. So, und hier hatten wir doch irgendwo noch das Schlachtschiff. Suchen wir das mal ein bisschen. Aber das hält sich hier bedeckt. Ne, wir können es hier nicht finden. Es ist nicht bei den griechischen Inseln. Okay. Den Zerstörer schicken wir auch erstmal wieder in den Heimathafen, damit er in der nächsten Runde auf 10 gebracht werden kann. Und ansonsten haben wir jetzt mit dem Osmanischen Reich auch kaum noch Punkte übrig. Für Forschung reicht es ohnehin nicht. Schauen wir direkt mal rein. Nee, ich glaube, es gibt gar keine Forschung unter 50. Doch hier Jagdflugzeugentwicklung, aber die ist für das Osmanische Reich extrem uninteressant. Luftschiffentwicklung genauso. Nee. Diplomatie geht auch nicht. Eine Abteilung vergünstigt holen können wir uns auch nicht. Nee. Dann haben wir das hier abgearbeitet. Dann gehen wir hier hin. So, und hier wissen wir, dass die Engländer hier irgendwo ihre Flugzeugmutterschiffe hat. Ich würde mal sagen, dass wir da vielleicht nochmal auf die Jagd gehen. Vorher geben wir aber nochmal einige Punkte aus. Wir können unsere U-Boote sogar schon auf 3 bringen. Kostet aber 40 Punkte. Können das Schlachtschiff sogar für U-Boot-Jagd ausstatten, aber das machen wir jetzt nicht. Dieses U-Boot können wir auch upgraden. Oh, das ist echt extrem teuer, Leute. Aber ich hoffe, das wird sich lohnen. Okay. Dich hier müssen wir auch verstärken. Kriegen wir sogar auf 9. 84 Punkte. Hier haben wir ein feindliches U-Boot. Aha. Da sind sie auch schon. Würde das U-Boot gerne mal da wegziehen, aber das ist, bringen wir es hier hin. Vielleicht wird es da in der nächsten Runde nicht entdeckt. Aber Spionage und Aufklärung zeigt halt auch U-Boote dem Feind. Also die Chance ist da, dass dieses U-Boot in der nächsten Runde zerstört wird. Was aber interessant ist, ist, dass die Flugzeugmutterschiffe hier total allein stehen. Aber wir können sie, wir haben keine Schlagkraft, Leute. Und wir kommen nicht so weit. Wir müssen jetzt erstmal das Schlachtschiff hier in Sicherheit bringen. Wir können das nach da unten bringen. Und das bringen wir dann in den Hafen. Ich glaube nicht, dass wir uns das erlauben können. 1-1. Nee, wir können momentan einfach nicht gegen die vorgehen. Wir haben die Schlagkraft nicht. Nee, Leute, wisst ihr was? Wir werden wiederkommen, aber unsere meisten Schiffe sind halt momentan einfach extrem angeschlagen. Wir ziehen uns erstmal zurück wieder in unsere Heimatgewässer. So. Du kommst hier rein, damit du in der nächsten Runde repariert werden kannst. Und die anderen bringen wir erstmal in Sicherheit jetzt. Können wir hier noch Minen legen? Nee, können wir leider nicht. So, du musst auch zuerst mal in Sicherheit gebracht werden. Ja, nicht durch die Minen fahren, bitte. Du fährst direkt mal hier hinten hin. Und ihr habt es nicht ganz so eilig, euch geht es noch ganz gut. Aber dennoch ziehen wir euch zurück. Ich würde den lieber in einen Heimathafen schicken, aber wir haben momentan keinen frei. Ist der hier oben wohl relativ sicher? Könnte sein. Komm, schicken wir ihn hier hin. Da fühle ich mich wohl dabei. So, und ihr geht jetzt hier auch in die Bucht bei Helgoland, beziehungsweise bei den nordfriesischen Inseln. Okay. Dieses U-Boot hier,
Na gut, dann gucken wir mal, was wir noch verstärken können. Ich möchte jetzt nicht zu viele Punkte ausgeben. 78. Und das Schlachtschiff, das können wir noch nicht verstärken. Den Zerstörer. Ja, komm, wir machen hier das Linienschiff, das verstärken wir. Zweitstärkste Überwassereinheiten im Spiel. Und was kostet eigentlich das U-Boot-Jagd-Upgrade? 9 Punkte. Dann geben wir ihm das doch zuerst. Dafür sind die Zerstörer schließlich da. Ja, und damit haben wir unsere Flotte erstmal gerettet und aus dem Kampf zurückgezogen. Wir kommen aber wieder, Leute, und das ist versprochen. So, hier, du hast auch die Möglichkeit, U-Jagd-Upgrade zu bekommen. Kostet 8 Punkte. Das machen wir auch mal. Fühle mich unwohl damit, aber. Ach, geht nicht anders. Wenn wir es hier an die Küste bringen, wird es entdeckt, kann womöglich sogar von Landeinheiten attackiert und zerstört werden. Das ist auch nicht so ganz das Wahre. Lassen wir das U-Boot einfach dort stehen. So, und du hast eigentlich genug Punkte, um hier nach Stettin in den Hafen zu kommen. Und hier haben wir auch noch einen freien Hafen. Dort bringen wir einen Zerstörer rein. Nee, reichen die Punkte auch nicht mehr. Dann bringen wir. Reicht auch nicht mehr. Nee, wir kriegen keine Einheit mehr nach Stettin. Machen wir dann in der nächsten Runde. Okay. Ich glaube, damit haben wir alle unsere Einheiten gezogen bzw. versorgt. Dann schauen wir jetzt mit Deutschland nochmal in die Diplomatie. Hier können wir bei den Niederlanden nochmal was erhöhen und oder auch bei Norwegen. Wir haben noch 100 Punkte, wir könnten beides machen. Bevor wir das tun, lasst uns aber mal in die Forschung schauen. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt keinen großen Bedarf bei irgendwelchen anderen Forschungssachen. Ja, die U-Jagd, da ist noch ein Punkt drin, da könnten wir was reinstecken. Aber wir sind ja gerade erstmal dabei, die Einheiten abzugraden. Ist eigentlich kein Argument, ne? Das dauert ja sowieso ziemlich lange. Aber wisst ihr was? Die Diplomatie ist mir in dieser Runde etwas wichtiger. Besonders mit den Niederlanden. Ah, wir können nur eins reinstecken. Okay. Dann U-Boot-Jagd, zweiter Punkt. Damit haben wir alles ausgegeben. Und damit ist nun der Feind an der Reihe. Und mein Gott, Leute, hier geht mir echt jedes Mal der Puls höher, wenn ich diesen Button drücke. Schauen wir nochmal. Irgendwo Verschanzung vergessen. Da geht's nicht. Da geht's leider auch nicht. Hier geht's auch nicht. Und hier tut das ein bisschen weh. Die sind alle verschanzt. Hier könnten wir uns mal verschanzen. Warum eigentlich nicht, ne? Der kann sich nicht verschanzen. Hier verschanzen wir uns so. Und die hier sollten sich auch verschanzen. Wir verschanzen uns mal, ja, in die Richtung. Dann sind wir zumindest von diesen drei Seiten hier abgesichert. Besser als gar nichts. So, wie sieht es eigentlich hier mit Verschanzung aus? Können wir leider nicht. Okay. Verschanzung hier. Das würde funktionieren. Dann machen wir das auch nochmal ganz fix. Auch wenn das hier jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist. So, wir verschanzen uns mal in diese Richtung. Da sind wir von hier noch abgesichert. Und gerade die hier können sich jetzt nicht verschanzen. Das ist schade. Na gut. Hier, das läuft. Hier, das läuft auch. Okay, alles klar, Leute. Jetzt aber wirklich Mut fassen und schauen, was der Feind treibt. Die französische Moral sinkt aufgrund des Verlusts von Belfort. Ha, sehr schön. Leider können wir jetzt gerade nicht sehen, wie hoch die französische Moral ist, aber wir haben eine Entscheidung zu treffen.
Die Revolution in Russland und die Bildung einer Übergangsregierung dort eröffnen eine neue Möglichkeit, unseren Feind im Osten zu schwächen. In der Schweiz gibt es einen russischen Revolutionär namens Lenin, der sich als nützlich erweisen könnte. Wenn wir dafür sorgen, dass er nach Russland geschickt wird, wo er sich für die bolschewistische Partei einsetzen könnte. Punkt. Möchten Sie die Zahlung von 25 Punkten genehmigen, um Lenin nach Russland zu schicken, in der Hoffnung, dass er dort für weitere Unruhe sorgt? Jetzt schauen wir uns mal die tatsächliche Begebenheit an. Das ist interessant. Die Bolschewiki sind hitzköpfige Revolutionäre, die Russland auffordern, Frieden zu schließen. Sollte diese Fraktion in Russland an Unterstützung gewinnen, kann dies die Moral dieser Nation und ihre Entschlossenheit, den Krieg gegen uns fortzusetzen, nur schwächen. Die Entscheidung Deutschlands, Lenin in einem plombierten Waggon nach Russland zu schicken, war vielleicht eines der entscheidendsten Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Sie führte nicht nur zur russischen Revolution, sondern infolgedessen auch zu zunehmender Unzufriedenheit bei vielen Armeen und der Zivilbevölkerung in der Heimat. Letzten Endes sollte der Erfolg der Bolschewiki in Russland auch zum Zusammenbruch Deutschlands im Herbst 1918 beitragen, sodass dies keine leichte Entscheidung ist. So, Leute. Das ist natürlich jetzt ein zweischneidiges Schwert. Wir haben jetzt zwei Ausgangslagen gehört, die sich ereignen könnten oder die sich in der Realität so abgespielt haben. Ja, die Bolschewiki könnten die Revolution fördern oder Lenin könnte mit den Bolschewiki zusammen die Revolution in Russland durchführen und dahingehend einen Frieden oder eine leichtere Kriegsführung im Osten ermöglichen, sagen wir es mal so. Andererseits könnte uns das natürlich auch extrem schwächen, weil dieser ganze Schwall an Unzufriedenheit in den Armeen, der dann in Russland vorherrscht, auch in die Mittelmächte überfließen könnte. Wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, bis der Erste Weltkrieg, ich sag mal, historisch zu Ende wäre. Ungefähr ein Jahr. Wir könnten... Ärmste was, wir probieren das. Also Russland ist ja momentan wieder auf dem aufsteigenden Ast und macht uns echt ein bisschen... Na, Probleme vielleicht nicht, aber setzt uns doch zunehmend unter Druck. Ich würde jetzt für Ja tendieren, in der Hoffnung, dass wir schnell genug weiter Fortschritt machen können, besonders in Frankreich, damit das nicht so negativ für uns ist. Wir sagen jetzt mal Ja dazu. Und die Finnen erklären sich unabhängig von Russland. Das ist schon mal interessant. U-42 durch schwere See beschädigt. Dornt blockiert immer noch unsere Seewege. Österreich-Ungarn entwickelt Mobilitätsstufe 1. Sehr wichtig. Und Spionage und Aufklärungsstufe 1. Auch sehr interessant. Und wir bekommen natürlich wieder einige Punkte. Wir kriegen auch wieder Punkte durch die neutralen Niederlande, dadurch, dass sie jetzt wieder zu uns tendieren, was natürlich hervorragend ist. 65 Punkte gibt das. Damit haben wir die Ausgaben, die wir nach Österreich-Ungarn schicken, fast gedeckt. Sehr schön. Sie haben unser U-Boot sofort entdeckt. Leute, das ist doch... Ah, schade. Mensch. Das finde ich wirklich... Ich hatte doch noch ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht passieren wird. Aber, naja. So ist das halt. Das passiert halt mal. Okay, sie ziehen ihre Artillerie nach vorne. Da haben sie eine Abteilung wohl hingeschickt. Oh, britische Truppen landen in Nordwestitalien. Das ist doof für uns. Wird ihnen aber auch nicht mehr helfen. Und schaut euch das mal an. Besançon ist quasi... Naja, schutzlos kann man nicht sagen. Aber Besançon hat keine Garnison.
Le Havre im Übrigen auch nicht. Doch, jetzt haben sie wieder eine. Ach, das war wahrscheinlich nur so ein kleiner Anzeigebug. Bin wirklich froh, dass bisher die russische Flotte keine Anstalten gemacht hat, durch die Dardanellen zu kommen. Okay, jetzt gleich geht es wieder mit der Artillerie los und dann fangen die Angriffe der Feinde an. Erst kommen die ganzen Flieger. Und jetzt geht die Artillerie los. Das ist immer so ein drückender Moment. Da mache ich mir echt immer am meisten Sorgen, dass wir irgendwo nicht standhalten können. Okay, hier werden russische Angriffe abgewehrt. Und sie wollen Rouen zurückerobern. Sie haben unsere Einheiten hier eingekesselt. Sie greifen auch dort an. Aber unsere Truppen können standhalten. Sie haben die Abteilung 6. Ja, gut, weil die Moral so schlecht ist, ne? Das ist das Problem bei den osmanischen Truppen. Die Moral ist halt nicht durchgehend. Oh, da landen sie ein Kavalleriekorps. Da müssen wir schnell was machen. Gott sei Dank haben wir da die Abteilung, Leute, die wir neu herangekarrt haben. Als wenn man es geahnt hätte. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, aber das ist ein glücklicher Zufall. Okay, Besançon steht jetzt im Hauptquartier. Das Hauptquartier ziehen sie zurück. Wir haben eben gesehen. Oh, noch ein Angriff. Wir haben eben gesehen, dass bei Haifa das Kavalleriekorps gelandet ist und jetzt auf einmal ist es wieder weg. Wenn wir da einmarschieren, kriegen wir einen Überraschungsangriff. Das ist ein bisschen lächerlich, aber naja, gut. Das sind so kleine Sachen, die sollen einen gar nicht erst stören. Und bolschewistische Truppen erstarken in Finnland. Seeeinheiten und Ordnung blockieren immer noch unsere Handelsrouten. Und das war's. Mehr passiert in dieser Runde nicht. Zumindest nicht international. Jetzt schauen wir mal, ob bei den Mittelmächten noch was passiert. Ja, Bern, Warschau wurde bombardiert und in Adrianopel wurde eine Abteilung zerstört. Das haben wir eben gesehen. Tschernowitz wurde erobert. Haifa? Ach so, ja. Das war ja da, wo das Kavalleriekorps angelandet ist. Und ansonsten interessante Meldungen. Hier kriegen wir Geheimdienstberichte. Und hier kommt die österreichische Verstärkung. Sehr, sehr gut. Schicken eine hierhin. Und eine. Na, eigentlich ist das schon so in Ordnung. Nee, wir schicken die andere auch hierhin. So, U10. Österreich kriegt tatsächlich nochmal ein neues U-Boot. Interessant. Das bringen wir hier bei Dubrovnik in Stellung. Und damit war's das. Okay, Leute. Es hat sich wieder viel, viel, viel in dieser Runde getan. Leider haben die Briten hier Verstärkung hingeschickt. Das ist ein bisschen traurig. Aber im Großen und Ganzen haben wir die französische Moral auf 16% gedrückt. Leute, das ist eine tickende Zeitbombe. Die halten das nicht mehr lange aus. Und schaut euch das mal an. Ein 8 zu 3 Angriff. Wahnsinn. Und wir haben hier 4 Geschosse. Das können wir noch weiter drücken. Ich denke mal, diese beiden Korps hier. Na, eins davon, beziehungsweise Abteilung und ein Korps. Ich denke mal, die werden wir auch drücken können. Und die Amerikaner versuchen wir dann auch mal wegzubekommen. Hier kann leider nichts stattfinden.
Leute, Wahnsinn. 16%, auf was sind die Briten? 63. Die Italiener sind auf 87 schon gerutscht. Die Russen sind bei 32. Amerikaner immer noch über 90. Die Deutschen bei 72. Österreich, Ungarn 47 und das Osmanische Reich bei 56. Ja, Wahnsinn. Leute, schade, 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 muss ich sagen, dass der Zyklus in dieser Woche leider jetzt vorbei ist. Es geht erst in der nächsten Woche weiter mit Strategic Command World War I. Wenn ihr genau wissen wollt, wann es weitergeht, schaut sehr gerne in den Feldherren TV Programmkalender. Den habe ich euch unten wieder in die Videobeschreibung verlinkt. Den findet ihr übrigens nicht nur unter den Videos von Strategic Command World War I, sondern unter jedem Let's Play Video. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde dann an dieser Stelle sagen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und ja, bis spätestens nächste Woche bei Strategic Command World War I. Bleibt gesund, euer Sammy. Ciao.